Ja, und jetzt haben wir eine kurze Frage zur Gauklernacht. Das scheint eines der Highlights zu sein. Was passiert denn da? Die Gauklernacht ist eines der Highlights für die Leute, die nicht 2 Stunden ihres Ritterturnierbesuchs mit der Arenaschau verbringen wollen, sondern die noch mehr das Ambiente des Geländes aufsaugen wollen und noch mehr Künstler, die auch für die Gauklernacht zusätzlich gebucht werden und andere Künstler auch neue Shows für die Gauklernacht präsentieren. Es ist ein mittelalterliches Dorf, durch das man sich hier treiben lassen kann und das natürlich in der Nacht in ein wunderschönes Ambiente getaucht wird, durch das ganze Licht, das wir haben, das ganze Feuer, und es ist wirklich eine Flucht aus dem modernen Alltag. Gibt es auch eine Möglichkeit für Leute, die hierher kommen und übernachten wollen, dass die irgendwo auf der Wiese ein Zelt aufstellen und weil sie ja doch nicht mehr nach Hause fahren wollen? Die Menge der Gäste, die wir haben, verhindert das leider, weil wir dann noch 3-mal mehr Parkplätze brauchen. Es gibt natürlich Gäste, die das tun. Wir können die Infrastruktur dafür leider nicht stellen, aber jeder, der hier eine sehr lange Nacht verbringen will, wird das irgendwie auch schaffen. Vielen Dank. Gerne. Sehr gut, und nun an die Schwerter für die Kata. Ja, und hier dauert es noch ein paar Tage, hier bauen überall Leute auf. Und was haben Sie da für eine Hütte? Was ist denn das für ein Zelt? Das ist jetzt eine mongolische Großfürstenjurte. Oh. Ja. Da sieht man ja da mal, Großfürst Tanaros. Da müssen wir mehr Respekt haben, aber da habe ich gemeint, Sie sind ein Normaler, dabei sind Sie hier kein Normaler. Normalerweise ist es so, dass man es aufbauen lässt. Aber die meisten sind jetzt gerade in der Arena. Also muss ich selber Hand anlegen. Ah, da ist ja der Chef selber. Genau. Ja, das ist oft so, die Chefs, die sind so unscheinbar. Da denkst du, Mitarbeiter, dabei sind es die die meiste Verantwortung haben. Freilich. Ja, und da innen, da gibt es dann ein Bett. Oh, das schaut natürlich ganz cool aus. Das ist Bett, ja. Für meine Frau und für mich. Ja, das selber, ich dachte mir, das ist zum Anschauen. Das ist auch so, na, wir schlafen da drin, ja. Ja, sehr gut. Und also wir wohnen da drin jetzt, Kaltenberg. Und Viecher laufen keine rum? Also bei uns nicht. Du musst jetzt von außen führen. Ja, natürlich. Nein. Jetzt schau ich da mal rein. Ist ja ganz gut. Oh, da schaut eine Hand rein da hinten. Ja. Da hat gerade eine Hand reingeschaut. Okay, die legt den Strom rein. Ja, cool. Was machen wir? Die braucht den Zwicks. Ach, das ist ja ganz cool. Da siehst du, dass die Scherengitter, die sind ja alles mit Haut verbunden. Aha. Die sind von Haut verknotet. Schau. Siehst du das da? Schau. Das ist alles mit Haut verknotet. Ja, das ist eine Tierquälerei dann, oder? Mei. Haut, wem haben denn die Haut abgezogen? Wahrscheinlich so irgendwie Unwillige. Ah, genau. Ja, das ist okay. Mei, darf man natürlich jetzt nicht senden. Aber da ist, jetzt habe ich schon gemeint, genau. Da ist der Reiz da. Aber das ist ja ganz lustig. Ja, ja, wann wird's? Also wir werden dann, wenn es losgeht, mal vorbeikommen. Wenn es fertig ist, dann schaut es euch an. Das schauen wir uns dann. Dann siehst du mal, dass das dann die Großfürstenjurte ist. Ja, wir müssen natürlich dann Übersetzer von Google einsetzen, weil es gibt halt Norddeutsche, die können Sie und mich nicht ganz so verstehen. Okay. Aber merci für das kurze Interview, jetzt habe ich Sie natürlich lange aufgehalten. Ja, aber das kommt auf Lokalfernsehen. Ja, wahrscheinlich morgen, weil ich muss das noch schneiden, damit halt möglichst viel wird. Ich würde gerne vorbeikommen, wenn es fertig ist, weil da haben wir innen alles mit Kerzen noch, Kerzenbeleuchtung und wenn die Waffen dann nächste Woche drin sitzen, stehen, da kommen dann die Äxte, die Schwerter noch rein. Ja, aber die Waffen brauchen wir vielleicht bald. Ja, ja. Und da kommen noch die ganzen Gewänder, die Gewandungen, die Rüstungen kommen dann noch an die Wände hier und dann wird es ja sehen, wie schön das ist dann. Und jetzt sehe ich gerade, da oben ist so eine komische Lüftung. Was ist denn das da? Das ist die Kuppel, da kommt oben noch eine Kuppel, Leinen drüber. Jetzt geht es, damit die Luft durchzieht. Ach, ja, und dann kommt das kommt durch. Und wenn es in die kalten Wintermonate, haben wir natürlich einen Ofen auch, wenn es ist. Oh. Und da müsst ihr aber irgendeinen Auslauf oben haben, wo der Kamin da, und der muss natürlich hitzesicher sein. Natürlich, heutzutage schon. Ja. Aber das haben wir, das ist ein uralter Ofen. Auch ganz lustig. Da werden wir mal nochmal vorbeikommen, vielleicht können Sie uns dann ein bisschen was erzählen. Natürlich. Und dann wünsche ich weiter erstmal viel Erfolg. Gell? Ja, ja. Könnt ihr gern kommen. Okay. Könnt ihr gern sehen. Servus. Servus. Ja, gestern waren wir in Kaltenberg beim Ritterturnier bei den Rittern und heute sind wir hier bei den Cowboys in Thalkirchen. Cool, oder? Total cool.
Was habt denn ihr für einen Maskrug da? Ja, das ist der neue Maskrug vom Kaltenberger Ritterturnier. Da muss man unbedingt hin, da waren wir auch schon. Ah, und hier haben wir noch jemanden, der einen coolen Spruch hat. Das beste Mittel gegen Ärger ist ein Trunk vom Kaltenberger.